Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn, der gibt und vergibt. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, der der Grund dafür ist, dass wir da sind. Und Frieden und Segen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, amma ba'd. Wie gesagt, liebe Geschwister, gib mir noch mal 5-6 Minuten eure Aufmerksamkeit und dann seid ihr quasi schon befreit. Dann machen wir Fragenrunde, wer möchte, und dann kann man das Gebet starten. Alhamdulillah, der Bruder hat ermahnende Worte uns mitgegeben, die uns erinnern und ermahnen sollten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَذَكِرْ إِنَّ فَعْتِ ذِكْرَ. Ermahne dort, wo die Ermahnung nutzt. Ermahne lässt sich derjenige, der fürchtet. Ich denke mir an Tage wie diese, wo wir zusammenkommen für Allah subhanahu wa ta'ala, dass das Tage sind und Orte sind und Zeiten sind, wo die Ermahnung nützt. Und ich denke mir, dass die Menschen auch sich ermahnen lassen. Ich wiederhole eine Sache, was der Bruder sagte, und ich möchte das gerne auch von meiner Seite wiederholen. Wenn wir Wörter zu euch richten, wenn wir Dinge zu euch sagen, auch wenn ich sage wir und ich sage der oder die, ist das immer auf basiert, liebe Geschwister, auf die Überlieferung Al-Mu'min Miratul Mu'min. Der Gläubige ist das Spiegelbild des Gläubigen. Das heißt, wenn ich zu euch rede, ihr seid mein Spiegelbild, ich sehe dann genauso viel Mal nur mich selbst und ermahne und erinnere mich auch. Keiner hat eine Garantie und keiner hat einen Vertrag, wo drin steht, er hat es bestanden. Das existiert bei niemandem. Keiner hat Sicherheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, vor jeder Khutbat al-Jum'ah, vor jeder Eheschließung, vor jeder ermahnende Wort, hat er gesagt, hat den Vers wiederholt, Ya yuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie man ihn fürchten muss, und stirbt nicht anders, denn als Muslime. Warum sagt er uns das? Weil jemand von euch, jeder Bruder oder Schwester, der lange dabei ist, er weiß, es gibt Zeiten, du bist stark, und es gibt Zeiten, du kannst fallen. Und du hast keine Sicherheit, dass du diese Stärke, die du heute verspürst, nach dieser ermahnenden Rede, die Stärke, die du eigentlich hast, du hast keine Sicherheit, ob sie bleibt oder nicht. Jeder, der lange diesen Weg geht, ich bin jetzt 20 Jahre Muslim und gehe 20 Jahre diesen Weg, Allah hat mir gezeigt, egal wie viel du lernst, egal wie viel du weißt, egal wie viel du machst, eine Sicherheit besteht nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Grund, dass du das bist, was du bist.